Kölner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner, unabhängig, unparteiisch, wirklich kritisch. Kölner Live. Der neue Kanzler und der neue Vizekanzler in ihren ersten Interviews. Sebastian Kurz im Interview mit mir im Bundeskanzleramt direkt nach der Angelobung. Werner Kogler im Interview mit Niki Fellner im Interview am Wochenende in seinem neuen Vizekanzleramt. Ein unglaublich schierer Ministerium. Also wie man dieses Palais aufgeben kann, verstehe ich eigentlich im Herzen nicht. Aber das ist heute die grüne Bescheidenheit. Und jetzt hier, um diesen historischen Tag zu analysieren, der wirklich ein besonderer Tag für Österreich, glaube ich, ist, Isabel Daniel, unsere Insiderin, und Thomas Hofer, unser Politikexperte in Österreich schlechthin, der heute, nehme ich an, im Overdrive ist. Wie viele ausländische Fernsehstationen haben Sie schon servisiert, wie es so schön heißt? Fernsehstationen waren es nicht so viel, aber Economist etc. Also es ist das internationale Interesse ungebrochen, würde ich sagen. Ist extrem hoch. So ist und das erste Echo, das Sie verspüren, Herr Hofer? In Deutschland extrem positiv einmal grundsätzlich. Da sind alle natürlich auch deswegen aufgeregt, weil es eine Art Vorahnung sein könnte, was in Deutschland dann ab 2021 sein kann. Großbritannien wie immer relativ relaxed und sehr objektiv berichtend, würde ich sagen. Aber in Deutschland, das ist sicherlich wichtig für Sebastian Kurz und Europa insgesamt. Da gehen die Emotionen hoch und da dürfte Sebastian Kurz ja heute in einem glatten Meer an Gratulationen untergegangen sein, Isabel, nicht? Er war so euphorisiert bei dem Interview, wer ihm alle gratuliert hat, dass er die Leute gar nicht mehr nennen konnte, so viele waren es offenbar. Absolut, man darf nicht vergessen, man hat ihm zwar auch 2017 bei Türkis Blau gratuliert, allerdings haben da zum Beispiel sämtliche europäische Staatskanzleien mit großem Bauchweh gratuliert und immer dazu gesagt, du passt aber schon auf, dass wir diese extreme Rechte zur Regierungsübernahme. Genau, also daran große Bauchweh. Und jetzt spürt man, und das spürt er zum ersten Mal als Regierungschef, natürlich eine Erleichterung. Und anzufügen, die französischen Medien, die den Sebastian Kurz sehr, sehr kritisch gesehen haben, brechen nicht in die Euphorie der deutschen Kollegen aus, aber die erwähnen auch lobenswert, dass er nicht mehr mit der extremen Rechten koalieren würde. Also selbst dort gibt es jetzt einen positiveren Wind für Sebastian Kurz. Ich meine, um das Ganze in sozusagen der Realität und in der Proportion zu halten, es ist jetzt nicht die Übermeldung und es ist, glaube ich, nicht die wirkliche Nummer-1-Meldung des Tages europaweit, aber es ist durchwegs positiv. Ja. Und es ist fast ein bisschen so was wie eine Welle der Euphorie, die ihm da in der EU entgegenschlägt, ne? Nein, absolut. Also man merkt es wirklich. Also in Berlin ist es am ausgeprägtesten. Die sind natürlich dankbar, dass die Schwesternpartei der AfD da jetzt endlich aus der Regierung rausgekickt wurde. Aber man sieht es schon. Also die Welt hat ihn sogar auf die Titelseite gehoben, gemeinsam mit der Greta Thunberg als Held. Also das hätte sich der Sebastian Kurz vor einiger Zeit auch nicht gedacht. Das ist schon. Ist er jetzt auf Wolke 7? War das ein Triumph heute? War das ein besonders emotionaler Tag? War es ein historischer Tag für Österreich, Herr Hofer? Es war ganz sicherlich ein historischer Tag, denn eine solche Konstellation gab es noch nie. Nicht? 2002, 2003 ist es ja knapp, aber doch gescheitert. Damals eben Schüssel van der Bellen, die Verhandlungen. Insofern ist es sicher historisch. Wie nachhaltig im Sinne der Wirkung es sein wird, das wissen wir heute noch nicht. Aber um zur Ursprungsfrage zurückzukehren, für Sebastian Kurz ist es sicherlich ein Jubeltag, denn einerseits gibt es das erwartbar positive Echo auf internationaler Ebene, gar keine Frage. Ihn hat ja auch immer eher die Sorge umgetrieben, was ist mit den Wählerinnen und Wählern, die er da von der FPÖ zu Hunderttausenden bekommen hat. Aber auch da kann er insofern jubeln, als er sich einfach im Regierungsprogramm, ich will jetzt nicht sagen vollinhaltlich, aber zu weiten Teilen einfach durchgesetzt hat. Und das ist sicherlich etwas, was er sich selber zugetraut vielleicht schon, aber was er selber vielleicht nicht erwartet hätte, dass die Grünen dann am Ende schon noch einiges an Zugeständnissen zusätzlich gemacht haben. Also das ist schon über. Wir haben ja die letzten 100 Tage seit der Wahl beide mindestens einmal wöchentlich uns die Umfragen angeschaut, auch analysiert.
immer wieder auch skeptisch festgestellt, dass das keine rasende Mehrheit war, die Türkis-Grün hatte. Auch am Schluss waren eigentlich nur 30% dafür. Mhm. Ich habe das Gefühl, die Stimmung dreht sich derzeit. Das Land sieht diese Koalition jetzt eher positiv. Was ist Ihre Meinung? Ja, ich glaube auch, dass das, und das war auch meine Einschätzung schon, ohne dass wir das Regierungsprogramm gekannt hätten natürlich, dass es am Beginn sicherlich sowas wie eine Honeymoon-Phase geben wird, auch wenn es kritische Stimmen schon jetzt gibt, nicht? Wir kommen vielleicht noch drauf auf Anschober und Co., die da ein bisschen so zwischen den Zeilen schon faulen. Aber es ist schon so, wenn man sich das Programm anschaut, die Pflöcke, die Kurz schon eingeschlagen hat in den letzten zwei Jahren, die hat er allesamt eigentlich beibehalten können. Hätten wir uns beide nicht erwartet, oder? Also in dass er diesen Kurs so geradlinig fortsetzt und diese 300.000 FPÖ-Wähler nicht vergrault. Genau, überrascht das, mich und Sie auch ein bisschen, das, wenn das ich ist, verschiedenen Auftritte... Ich wusste und wir wussten, dass er das versuchen wird, gar keine Frage. Das, was für mich überraschend war, war weniger das, dass Sebastian Kurz der Linie hält oder Linie halten will, sondern dass die Grünen dann entgegen der internen Ankündigungen am Ende dann doch einerseits dem Zeitdruck der ÖVP nachgegeben haben und andererseits halt auch bei den Leuchttürmen, die sie haben, Richtung Klimaschutz etc., ja, nicht so viel bekommen haben, wie sie eigentlich hätten bekommen können. Denn eines war klar, und da waren wir uns ja einig, dass eigentlich der Druck bei Sebastian Kurz war und dass er nicht wirklich eine Alternative hatte. Denn mit der SPÖ und mit der FPÖ das jetzt zu machen, war eigentlich nicht wirklich im Bereich des Möglichen. Und insofern hat es mich überrascht, dass die Grünen dann am Ende eben sehr frühzeitig zum Bundeskongress eingeladen haben und dann eben durchaus die eine oder andere Krot, würde man sagen, auf österreichisch doch noch zusätzlich geschickt. Extrem stark begonnen war mein Eindruck mit diesem gewaltigen Umweltministerium, mit dem völlig überraschenden Justizministerium und dann extrem stark nachgelassen. Noch ein Staatssekretär ins Umweltministerium reinbekommen, die Integration verloren, die Arbeit verloren, Frauen. Aus dem Sozialministerium die Frauen verloren, das Bildungsministerium, alles, keinen, was da angeblich am grünen Christbaum gehangen ist, wurde keinen abgehört. Staatssekretär im Finanzministerium, ganz eine wichtige Geschichte, nicht dass der jetzt da alles umdrehen kann. Aber de facto ist man blind im Finanzministerium. Und das ist ganz zentral, auch und gerade für die Steuerreform, die auch einen starken ökologischen Touch haben soll, zumindest in der zweiten Etappe. Also das war schon machtstrategisch einigermaßen verwunderlich, dass die Grünen das so angelegt Isabel, haben. Aber bitte. Wie siehst du das? Hat da Sebastian Kurz die Grünen abgeräumt in diesen 100 Tagen doch sehr, sehr langen Regierungspoker? Ich sehe es ein bisschen differenzierter als ihr beiden, weil es hätte diese Koalition schlicht nicht gegeben, wenn die Grünen nicht beim Migrationspaket genau alles gestockt hätten, was die ÖVP gefordert hat. Das bestätigen die Grünen auch von Anfang an. Da hatte der Sebastian Kurz mit offenen Karten gespielt. Also er hat gesagt, da geht er eher in Neuwahlen. Da macht er eben doch eine Minderheitsregierung mit Unterstützung. Der hätte noch immer die Rendi gehabt, der hätte noch immer den Hofer gehabt. Mit der Rendi wäre er nicht reingegangen. Mit der Rendi hätte er keine Koalition gemacht. Aber ob wirklich Schwarz-Blau oder Türkis-Blau so ausgeschlossen gewesen wäre, in der Rationalität gebe ich dir recht. Aber ich glaube, diese Karte hatte er tatsächlich noch am Tisch. Hat er sie ausgepokert? Also beim Migrationspaket definitiv. Was mich extrem überrascht ist, dass die Grünen zum Beispiel bei Bildung und Soziales nicht mehr herausbekommen haben. Wo da, eigentlich kein Gegenwind da war. Haben sie sich meiner Meinung nach wirklich abräumen lassen, weil wie gesagt, Migrationspaket verstehe ich, Frauen verstehe ich auch nicht. Als Grüne hätten sie darauf bestehen müssen, dass die Frauenagenten zu ihnen wandern. Das tut ihnen in der eigenen Klientel auch weh. Nein, ich sage differenzierter, weil die Migration... ist der Grünen extrem schwach. Das hat ja Thomas Hofer immer gesagt, dass es für die Grünen ganz, ganz schwierig sein wird, in dieser kurzen Zeit wirklich viel Expertengewicht auf die Waage zu bringen. Da stehen einfach jetzt dann bald, also jetzt nehme ich die Übergangsregierung mal aus, 33 Jahre ununterbrochene Regierungserfahrung gegenüber den Grünen, und das ist nicht einmal ein Vorwurf, sondern es ist logisch, dass es so ist, gegenüber denen, die gerade aus der außerparlamentarischen Opposition direkt auf die Regierungsbank wollen. Das hat sich einfach gezeigt, die sowohl, ein Büro hatten über sowohl was das Machtstrategische angeht, wie auch was das Inhaltliche angeht. Und es kommt noch ein paar Geschichten dazu. Also ich habe das Programm gelesen und bin teilweise, habe ich mir gedacht, boah, dass die ÖVP das auch noch untergebracht hat. Wirtschaftsstandort, klar, das war auch immer wichtig, dem Sebastian Kurz. Aber schauen wir uns einmal an, Finanzmarktpolitik zum Beispiel.
Dinge drinnen, die die Grünen also so nie und nimmer hätten unterschreiben können vor noch wenigen Monaten. Also da gibt es einige Punkte, die vielleicht jetzt noch gar nicht so breit berichtet worden sind, wo ich mir gedacht habe, das ist interessant, dass die ÖVP das 1:1 fast durchgebracht hat. Also man muss immer klarerweise als 14%-Partei ist man nicht die dominierende Partei, ist völlig klar, aber da hat man schon einiges in Kauf genommen, um eben dieses historische Projekt zu verwirklichen. Und das war ja schon letzter Satz, der Werner Kogler, in dem Fall jetzt beim Armin Wolf, der schon vor Monaten gesagt hat, und gesagt, ja, wenn es allein nur das Faktum ist, dass man Türkis-Blau verhindert, ja, und da komme ich zu deinem Argument zurück, dann ist es das schon wert. So, das ist vielleicht so, nur man soll es nicht sagen. Nicht? Und das ist natürlich etwas, das wo man natürlich die Tür ein bisschen aufmacht. Grund, ich war ja beim Bundeskongress in Salzburg der Grünen und das hat man schon als Stimmung gemerkt, schon am Freitag am Abend und auch am Samstag, also auch jenseits dieser Reden. Das war nun mal das Argument, mit dem er die Grünen wirklich dazu gebracht hat, weil die haben alle gesagt, wir wollen nicht dafür verantwortlich sein, dass die noch einmal in die Regierung kommen. Das ist ja das Faszinierende. Da hat der Sebastian Kurz offenbar den besten, größten und effizientesten Macht Poker ausgespült, den ein Kanzler in diesem Land je ausgespült hat. Und die Verlierer freuen sich drüber und stimmen mit 93% zu und machen Standing Ovations. Nein, Moment, ich war ja dort. Also freuen, also dass Sebastian Kurz heute die 93% nicht als Zustimmung für sich selber. Die Standing Ovations, ich habe gesagt, das war wie Oscar fürs Lebenswerk für Werner Kogler, ja, das hat man gemerkt. Also die Honorierung für die Leistung, sie aus der außerparlamentarischen Opposition in eine Regierung zu führen. Das muss man mal zusammenbringen in 6 Monaten. Schaffen, ja. Ganz genau, ohne Struktur, ohne nichts. Und aber, das haben alle dort dazu gesagt, die Zustimmung zum Regierungspakt passiert mit größten Bauchweh. Und das nur, weil sie keine Alternative und gesehen haben. Und jetzt ist es, also sehe ich auch so, und die haben viele mit geballter Faust im Hosensack und mit Zähneknirschen und alles Mögliche dem den Sanktus gegeben. Die Frage ist, was löst das jetzt bei den Grünen aus? Gibt es ja auch Abgeordnete, die das ja auch unverhohlen geäußert haben, dass sie eigentlich nicht mitkönnen. Und die Frage ist, wie stellt sich dann das dann auf der Ebene dar? Nicht auf die Münter-Ebene kennen wir alle. Das ist einfach wirklich die Frage, wie sehr man damit, mit diesem doch deutlichen inhaltlichen, ich will nicht sagen Triumph, aber jedenfalls einer klaren türkisen Handschrift, da Ressentiments noch einmal zusätzlich vielleicht geschürt hat, die dann während der Legislaturperiode irgendwann einmal zurückkommen. Denn eines ist schon klar, man hat eben nur 6 Mandate Überhang im Nationalrat. Das ist jetzt nicht die Welt. Ich glaube jetzt, dass beide es nicht darauf anlegen, weil das heftig diskutiert wird, wie lange hält das, können wir heute alle nicht sagen. Inhaltliche Sollbruchstellen gibt es zuhauf, aber machtstrategisch haben sowohl Kurz, der keine dritte vorgezogene Neuwahl will, wie auch die Grünen, die beweisen wollen, dass sie regieren können, auch im Bund, eigentlich kein Animo, dass sie das jetzt vorzeitig platzen. Spannend wird schwierig, aber natürlich schon die Wien-Wahl werden, denn die Wiener Grünen haben zu mehr als einem Drittel nicht zugestimmt. Leute, mächtige Wiener Politiker wie der Margulis haben da von der Bühne hinuntergedonnert ihr Nein zu diesem Regierungsprogramm. Ja. Ich meine, das ist ja kein Niemand, sondern der war dort immer in Clubobmann und ist ein Schwergewicht in dieser Grünen Partei. Die Hebein ist nicht in die Regierung gegangen, obwohl das die ÖVP ja unbedingt wollte, war ja ursprünglich fast eine Forderung. Das heißt, die Wiener Grünen haben sich schon ein bisschen absondiert von dieser Regierung, ist mein Eindruck. Das wird der erste Lackmustest für die Botschaftsdisziplin dieser neuen Regierung, gar keine Frage. Denn die Wiener SPÖ wird eines ganz sicherlich machen, nämlich sich auf die Wiener Grünen einzuschießen und insgesamt auf die Grünen und von wegen welche Prinzipien hätten oder haben sie da verraten etc. Also es wird schon ganz spannend und klarerweise ist es gerade in Wien so, dass eben die Wiener Grünen da deutlich ÖVP und kurz skeptisch sind und das wird sich wahrscheinlich nicht dramatisch ändern. Reden wir am Schluss noch ganz kurz über das Personalpaket. Ich habe ja den Eindruck, da haben zwei ihren Fanclub mehr oder weniger aufgestellt, da kurz einmal auf jeden Fall, weil da ist ja kein einziger Minister dabei, der nicht über Jahre sozusagen mit dem Kurz engstens befreundet wäre. Selbst diese Steirerin, deren Namen uns nicht einfällt. Ja, ich habe mich da ja schon heute ein paar Mal blamiert, weil mir der Name nie einfällt. Aber wir konnten sie auch Aschbacher nicht. Gehört ja, wie wir mittlerweile nachgelesen haben, seit jungen ÖVP-Zeiten zum Kurz-Fanclub dazu. Das heißt, der Sebastian Kurz hat sich da ja eigentlich sein Dreamteam gebastelt, ne?
Ja, wobei das überrascht mich null. Es hat mich überrascht, welche Agenten er alle dazu bekommen hat und wie viele das dann waren. Und dass er auch auf dieser symbolischen Ebene, und das war durchaus sehr, sehr offensiv angetragen, kommunikativ, auch da die Grünen fast bloßgestellt hat. Nicht? Das ist ein deutlich jüngeres Team, als die Grünen aufbieten. Ich glaube, es sind 8 oder 9 Jahre im Schnitt, die Türkisen jünger sind. Noch dazu mit dem Frauenanteil, der ja auch für die Grünen vorbildlich wäre. Also da hat man wieder den politischen Marketingprofi Sebastian Kurz deutlich gesehen. Aber da ist alles drin, was dem Kurz wichtig ist. Der Blümel als Finanzminister fast gegen dessen Willen. Ne? Ja. Halb zog es ihn, halb wurde er vom Kurz dorthin getreten. Dann Nehammer als Innenminister, also einen loyaleren Vasallen kann man nicht finden als seinen eigenen Parteisekretär. Die Tanner als sein Dreamwoman im Verteidigungsministerium, was immer irgendwie seine, würde ich sagen, fast Traumvorstellung war, die er ja, du weißt es, weil es das als Erste geschrieben hat, seit Wochen hatte, dort eine von der Leyen hinzusetzen und da sozusagen eine von der Leyen-Kopie aufzuziehen. Die Ed Stadler, die er wieder zurückgeholt hat als die beste Sekretärin, die man haben kann, die noch dazu EU-tauglich ist. Das stimmt, bitte? Ich bremse da die Euphorie trotzdem ein, dass Sebastian Kurz hat diesmal schon viel mehr Zugeständnisse an die Bundesländer gemacht. Bis viel mehr ist alles als 2017 hat er diesmal geschaut, er hat dass er alles... Energiekontrolleur hineingesetzt. Genau, er hat geschaut, dass er alles austariert. Ich glaube, dass die Frau Tanner, die insgesamt eine sehr taffe, sehr geschickte Bauernbund-Chefin beschrieben ist, schon auch eine doppelte Rückversicherung an Niederösterreich sozusagen, genau, in persona non grata. Und aber auch an den, ganz genau, und aber auch an den Bauernbund, der wegen Türkis-Grün doch auch etwas verunsichert war. Auch also ja, er hat es marketingtechnisch ist es perfekt. Genial, weil es ist ein Dreamteam und zusätzlich ist es machtpolitisch sowas von austariert, als hätte austariert hier einer mit einer Apothekerwaage gearbeitet. Genau. So ist es. Nur ganz kurz zum Dings, also der Kontrolleur, der sogenannte im Energiesektor ist zwar der Vorarlberger, aber die Oberösterreicherin hat natürlich den Integrationsbereich bekommen und das war ja schon der erste Punkt. Nicht umsonst ist die Frau Raab die erste gewesen, die quasi nach außen verkauft wurde und das dann eben auch noch scheibchenweise. Auch am Tag des Bekanntwerdens oder der Vorstellung des Regierungsprogramms war sehr interessant, dass die Journalisten zuerst bekommen haben eine, wie soll ich das freundlich formulieren, eine noch ÖVP-lastigere Zusammenfassung auf 28 Seiten und es dann ganz knapp vor der eigentlichen Präsentation das gesamte Konvolut gekommen ist. Also da ist einfach kommunikativ wieder einmal, muss man sagen, nichts dem Zufall überlassen worden. Wobei mich das wundert, weil 2017 hatten die viel mehr geschaut, dass sie die Blauen einbinden. Ja, ja. Jetzt hat man fast das Gefühl, dass man die Grünen ein bisschen provoziert. Also ich das wird direkt, interessant. Ich komme ja direkt aus dem Kanzleramt zum ersten Kurzinterview. Dort summt es ja richtig. Dort sind ja so viel Kurz-Mitarbeiter, Vasallen, Berater etc. auf den Gängen, in den Räumen und so, wie ich es überhaupt noch nicht erlebt habe. Fleischmann, Frischmann, alle namenhabenden Typen dort alle irgendwie herum. Das heißt, der kommt ja da auch mit einer ganzen Armee. Eine Armada, Das, was der Thomas Hofer gesagt hat. Also während die Grünen gerade versuchen, mühsam ihren Club und ihre Büros aufzubauen, ist der praktisch mit einer Invasionsarmee hier zugange, die alle das im kleinen Finger haben. Klar, das ist auch der Hauptpunkt, das hast du ja vorher auch richtig angesprochen. Die Grünen müssen jetzt erst mühsam ihre Kabinette besetzen. Es gibt ja Minister, die noch gar nicht ihre Teams beisammen haben. Wir haben es ja auch in der Zeitung berichtet. Es gibt zwar seit einem Monat Headhunter für die Grünen, aber natürlich, du kriegst nicht Leute, die von einem Tag auf den anderen sofort Job wechseln müssen. Und die Experten sind. Genau, und dann hat man, wie du richtig sagst, eine Armada auf türkiser Seite mit lauter Vollprofis, die die Grünen derzeit regelrecht überrollen. Und ich glaube, wenn Türkis-Grün halten soll, dann müssen die Türkisen langsam anfangen, die Grünen so ähnlich zu behandeln, wie sie am Anfang die FPÖ behandelt haben. Streicheln. Die ganze Zeit eigentlich auf das psychische Wohlbefinden achten, weil sonst geht es schief. Streicheln und eben leben und leben lassen. Nicht? Genau. Das ist das Wichtige, weil bei der FPÖ, wir sind hier gesessen vor 2 Jahren und haben gesagt, ne, warum kriegen die FPÖler die ganzen Sicherheitsressorts und wie kann er das machen? Also er hat ihnen mehr gegeben, unter Anführungszeichen, als man
eigentlich erwartet hätte. Und da bin ich auch gespannt drauf, wie das vom Emotionshaushalt dann bei Türkis-Grün dauerhaft sein wird. Thomas Hofer, Ihre Schlussbilanz dieses so historischen und bewegenden Tages, den wir jetzt ja schon mehr als 12 Stunden live on air begleiten. Ich nehme an, Sie sind auch schon über 12 Stunden im Overdrive. Was ist die erste Bilanz? Was sind die Highlights? Was sind die Dinge, auf die wir uns einstellen müssen? Was sind die Schwachpunkte? Wie schaut die Thomas Hofer-Bilanz aus? Sebastian Kurz hat sich da nicht nur inhaltlich jetzt wirklich verwirklichen können bei einem sehr schwierigen, bei einer sehr schwierigen Koalitionsbildung, sondern einfach kommunikativ, wir haben es jetzt gerade besprochen, dominiert er das bisher, gar keine Frage. Auf der Downside ist durchaus das, was wir beide, glaube ich, jetzt ein bisschen versucht haben rauszufiltern. Die Frage ist, ist das jetzt zu dominant? Was löst das bei den Grünen aus? Denn eines ist schon klar, die Grundprinzipien auch einer Regierungsarbeit, Einstimmigkeitsprinzip im Ministerrat etc., die kann auch Sebastian Kurz nicht aushebeln. Er hat keine Richtlinienkompetenz, nichts dergleichen wie zum Beispiel in Deutschland. Und insofern bin ich gespannt, wie diese ganz leichten, nur zwischen den Zeilen aktuell vorhandenen Misstöne, die da von den Grünen kommen, die Verwundungen, die schon langsam da jetzt durchschimmern, wie sich die mittel- bis langfristig auswirken. Isabel, deine erste Blitzbilanz nach einem Tag oder nach 12 Stunden, 12 Stunden Türkis-Grün? Also ich glaube, es ist eine Regierung der Premieren. Es ist die erste türkis-grüne Regierung. Es ist die erste Regierung, die vielleicht einen Stimmungswechsel in diesem Land produzieren kann, mit den meisten Frauen, mit dem größten quasi unterschiedlichen Background. Aber ich glaube, dass der Sebastian Kurz es jetzt in der Hand hat und mit der Betonung in den ersten 100 Tagen, ob diese Regierung diesmal länger als 2 Jahre hält, nämlich dann, wenn er sich verhält wie ein Sieger, der er ist. Er hat die Wahl gewonnen, er hat das Regierungsprogramm gewonnen und das Regierungsteam, und ein echter Sieger ist großzügig. Und wenn er das in dem Koalitionsalltag lebt, glaube ich, kann diese Koalition halten. Denn ich glaube, ich machen wir bald Sondersendungen über Regierungskrisen und vielleicht ein Scheitern. Okay, danke euch beiden für diesen großartigen ersten Insider mit einer ersten Insider-Analyse dieser Regierung. Die Isabel kommt ja am Freitag mit einem neuen Magazin, Insider, wo man jede Woche auf einer Doppelseite ihre Insider-News lesen kann. Thomas Hofer ist auch dabei, glaube ich, was ich gesehen habe. Also ich freue mich schon sehr drauf. Und Sie dürfen sich jetzt freuen, denn jetzt fliegen gleich die Fetzen. Kurze Werbepause, dann kommt der Rainbow, der neue Rainbow der österreichischen Innenpolitik ins Studio. Dominik Knepp wird sich hier einmal ordentlich ausschleimen über Türkis-Grün, aber auch sein ganzes Strache-Trauma aufarbeiten, hoffentlich. Und dann natürlich Groß gegen Born-Mena. Das ist per se schon eine Garantie für politische Brutalität. Heute aber mit umgekehrten Vorzeichen. Denn heute ist plötzlich der Sebastian Born-Mena, der Regierungsvertreter und Regierungsfan, und der Gerhard Groß, dem er immer vorgeworfen hat, er sei Regierungssprache, ist erstmals in der Rolle des Kritikers. Das wird spannend. Bleiben Sie dran. Fellner Live geht mit dem FPÖ-Rainbow Dominik Knepp gleich weiter nach dieser Werbepause.